Muss er Weihnachten alleine feiern? Der deutsche Tennisstar Boris Becker, 55, hat seinen Lebensmittelpunkt vor einiger Zeit nach London verlegt. Hier leben auch seine Ex-Frau Lilly Becker, 46, und seine 4 Kinder. 2020 war ein Insolvenzverfahren wegen hoher Schulden an seinen Manager gegen ihn eingeleitet worden. Dabei soll Boris einen Teil seines Vermögens unterschlagen haben und wurde dafür Anfang 2022 zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Jetzt soll Boris wohl vorzeitig entlassen und nach Deutschland abgeschoben werden. Medienberichten zufolge soll der 55-Jährige noch vor Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen und nach Deutschland gebracht werden, berichtete RTL. In diesem Fall könne für den 55-Jährigen jedoch ein Einreiseverbot nach Großbritannien, gekoppelt an seine restliche Haftzeit, geltend gemacht werden. Auch wenn die betroffene Person Familie mit minderjährigen Kindern in England hätte, würde das britische Recht an dieser Stelle selten eine Ausnahme machen. Zwischen den beiden Elternteilen müsse dann eine private Vereinbarung getroffen werden. Wird Lilly mit den Kindern nach Deutschland kommen, damit Boris Weihnachten nicht alleine verbringen muss? Bereits im Jahr 2002 wurde der Tennisspieler zu einer 2-jährigen Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er soll bewusst 3,3 Millionen Mark hinterzogen haben. Die Strafe wurde damals jedoch ausgesetzt und Boris auf Bewährung freigelassen.